Herzlich willkommen zu unserem ersten Instagram-Live-Event in der Lüssen-Klinik. Heute zum Thema Tattoo-Entfernung. Ich bin Sandra Albiser von der Lüssen-Klinik und moderiere das Event. Neben mir ist Valentina. Herzlich willkommen, mein Name ist Valentina Mambelli und ich bin für Tattoo-Entfernungen bei uns in der Lüssen-Klinik zuständig. Ja, vielleicht habt ihr es schon mitbekommen auf unseren Social Media Channels. Die Lüssen Klinik hat in die neueste Lasertechnologie, die weltweit führend ist, investiert. Weil ganz viele Leute unter älteren Tattoos oder Tattoos leiden, die ihnen vielleicht nicht mehr gefallen. Darum gerade die Frage an dich, Valentina: Was ist so speziell an dieser neuesten Technologie? Das Spezielle jetzt an unserem Laser ist, dass man mit Pikosekunden arbeitet. Das heisst, dass man wirklich ganz kurze Lichtimpulse, die explizit halt wirklich nur dort aktiv sind, wo man es will. Bei den älteren Lasergeräten hat man mit Nanosekundentechnologie gearbeitet. Das ist weniger effizient als mit Pikosekunden. Mhm. Du hast gerade das Thema Effizienz angesprochen. Was bringst du ihnen mit dem Laser? Also was müssen die Leute rechnen? Wie viele Behandlungen, Sitzungen, Wiederholungen? Generell ist es halt so, dass eine Tattoo-Entfernung immer sehr unterschiedlich ist. Weil es hat so ein bisschen wirklich drei Faktoren, die davon abhängig sind, wie erfolgreich und wie schnell wir sind. Der erste Faktor ist sicher die Tinte, mit was ist man tätowiert worden. Da gibt es wirklich verschiedene Qualitäten von schlechten Tinten bis wirklich guten Tinten. Dann spielt natürlich auch die Hautreaktion eine wichtige Rolle, wie gut macht die Haut vom Patienten mit. Und schlussendlich ist natürlich auch Patientencompliance, also wie der Patient wirklich auch mitschafft, wichtig, dass man zügig dranbleiben kann. Aber generell ist es wirklich so, dass man mit dem Pikosekunden-Laser sehr schnell vorankommt. Wir haben hier auch ein mega schönes Beispiel, das ihr vielleicht gerade schnell anschauen dürft. Das war wirklich eigentlich nur eine Behandlung mit unserem Pikosekunden-Laser. Und das ist bereits einfach nach 4 Tagen. Und man sieht, es hat schon eine enorme Aufhellung stattgefunden. Schattierungen sind sogar komplett verschwunden und ich meine, wenn es so weitergeht, dann hat die Patientin nicht lange, bis das Tattoo ganz weg ist. Mhm. Ja, ist sehr beeindruckend, das Ergebnis nach der ersten Behandlung. Mhm. Wenn du sagst, nicht lang, also reden wir da von 2-3 Behandlungen, bis das komplett weg ist? Mhm. Also bei ihr spezifisch würde ich jetzt sagen, vielleicht sind wir zwischen 5-6 Mal fertig. Mhm. Aber wie gesagt, es kommt wirklich sehr darauf an, was für eine Tinte verwendet worden ist. Und das würde ich auch jedes Mal mit jedem Patienten zusammen anschauen. Also wir machen zuerst immer eine Analyse, wir schauen das Tattoo an. Und dann kann ich wirklich sagen, so nach 1-2 Behandlungen kann ich sagen, wie lange wir nicht haben. Mhm. Also ich bin da sehr offen. Mhm. Ja, ist super spannend, weil wir haben ja immer gehört von der bisherigen Lasertechnologie, dass man da jahrelang dran ist für eine Tattoo-Entfernung. Ich persönlich habe schon gehört, aus meinem Umfeld über 20 Sitzungen. Mhm. Ich glaube, da ist man wirklich in eine Ära vorgestoßen, wo Sachen möglich sind, die bisher nicht möglich waren. Und Valentina ist die Frau, die eben das Unmögliche möglich macht in der Lüssen-Klinik. Und darum, Valentina hat eine Patientin eingeladen, die wir dürfen, live während der Behandlung begleiten. Mhm. Vielleicht willst du gerade noch 2-3 Worte zu dieser Patientin erzählen und was du machst in der Behandlung. Ja, das ist Lydia. Sie hat schon ein Tattoo, das ein bisschen älter ist. Es ist schon 3-4 Jahre. Es ist am rechten Oberarm und ihr Wunsch, dass man es wirklich komplett entfernt. Mhm. Und wie gesagt, wir haben schon eine Behandlung gemacht, wir konnten ein super Resultat davon erzeugen. Und heute gehen wir eigentlich das zweite Mal drüber. Ja. Und ja, ihr dürft wirklich mitkommen und zuschauen. Ja, das ist mega cool. Ich bin auch schon ganz gespannt, aber ihr sicherlich umso mehr, wenn wir jetzt mit Valentina zusammen in den Behandlungsraum dürfen gehen. Übrigens, ganz wichtig, nicht vergessen, stellt uns Fragen. Ihr habt ja wunderbare Möglichkeit mittels der Kommentarfunktion, wo wir dann die Fragen auch am Ende von dem Live-Event noch aufnehmen und beantworten.
Aber jetzt, glaube ich, gehen wir los ins Zimmer. Laser ist es auch wichtig, gewisse Schutzmassnahmen, Schutzkonzepte einzuhalten. Und darum wird Valentina uns da auch gerade einführen, was wir da alles benötigen. Also, kommt mit! Herzlich willkommen in unserem Laserräumchen. Ihr seht jetzt hier eigentlich unseren Picosekunden-Laser, den ich schon vorher kurz vorgestellt habe. Ganz wichtig ist jetzt, dass wir unsere Augenschützung vor dem Licht, von der Streuung, das kann es geben während dem Laser. Darum kommen jetzt alle Schutzbrillen über. Das ist Lydia, unsere Patientin. Hallo zusammen. Ja, ich gebe dir da gerade die Schutzbrille. Ja. Auch unsere Kamerafrau kommt Schutzbrille rüber. Und ich natürlich auch. Wie ihr seht, das ist jetzt eben das Tattoo, das wir heute behandeln wollen. Das ist die zweite Behandlung. Und vielleicht noch kurz etwas zum Schmerzmanagement. Wir kühlen bei der Lydia mit dem Kühlgerät. Wir haben verschiedene Möglichkeiten, die Behandlung wirklich angenehm zu gestalten. Neben dem Kühlgerät, das man eigentlich regelmässig verwendet, könnten wir auch lokale Anästhesien machen oder auch mit Lachgas arbeiten. Und dann ist wirklich die Behandlung. Ich habe jetzt das Kühlgerät. Wir fangen jetzt zuerst mit der Kühlung an. Das Kühlgerät ist relativ laut, darum werde ich mich nachher nicht mehr gut kühlen. Ich erkläre nur kurz, was ich mache. Ich tue effektiv zuerst das Ganze abkühlen. Nachher mache ich einen Probeschuss, um zu schauen, dass ich die richtige Einstellung finde. Und nachher gehen wir eigentlich mit der Behandlung an. Wir machen einen kurzen Prozess von der Behandlung und dann sind wir nachher wieder bei.
Wir würden an dieser Stelle ganz kurz unterbrechen mit dem Laser. Ja. Du wirst nachher die Lydia noch fertig behandeln, nach dem Laser-Event. Mega spannend. Also, wenn man hier zuschaut, da verändert sich ja wirklich gerade etwas. Warum? Oder was ist das für ein Effekt, den man hier jetzt sieht? Also, der Laser, der sieht Pigment. Und er tut sich wirklich gezielt auf die Pigmente fokussieren. Das heisst, es gibt eine interne Explosion im Gewebe. Und das erzeugt zuerst mal Hitze, aber dann auch Sauerstoff. Und da wir die Haut mit dem Laser nicht beschädigen, darum gibt es wirklich keine Narben, kann aber der Sauerstoff nicht entweichen. Darum gibt es die weisse Verfärbung. Das ist eigentlich der Sauerstoff, den man sieht. Der entweicht aber nah bis nah wirklich der Haut. Dann wird es wieder schwarz. Ja, sehr spannend. Ich habe von der berühmten Fast-Track-Methodik schon viel gehört von deiner Seite, dass Patienten so happy sind mit dem Resultat. Ja. Was ist das genau? Das ist eine Methode, die wir da bei uns in der Klinik entwickelt haben. Und zwar tut das den ganzen Prozess beschleunigen und ist sehr effizient. Das besteht eigentlich darum, dass wir zwei Runden machen in einer Sitzung. Das heisst, zuerst und ich eigentlich klassisch jetzt mit der Lydia mit dem Laser schaffen, das heißt ich gehe auf Pigment los, die Stellung, die ich so getestet habe, ist wirklich explizit für ihre Pigment jetzt fokussiert worden. Und nachher gibt es eine zweite Runde, das ist mit einem speziellen Aufsatz. Ich kann es eigentlich so erklären, als ob es ein leichtes Kalpell wäre. Hart, aber es ist weniger schmerzhaft als die erste Runde. Mit dieser Methode tun wir dann auch die Pigmente, die wir explodieren haben, nochmal verkleinern. Das heisst, es ist nachher sehr, sehr viele Staub, die wir noch haben in der Haut, die dann schneller kann und abtransportiert werden. Und gleichzeitig tut das auch für die Narben, wenn die Narbigkeit vom Tätowieren tut es verbessern. Zwei Sachen, die wir wirklich haben. Ja. Schön, ja. Wir haben gesehen, es sind bereits die ersten Fragen eingetroffen. Das ist schön und stellen uns wirklich eure Fragen. Wir werden die Fragen am Schluss aufgreifen, weil ihr habt es vielleicht gehört, wir haben hier in diesem Raum aufgrund des Kühlsystems des Lasers ein Hintergrundgeräusch. Und darum bewegen wir uns wieder ins andere Zimmer, um am Schluss natürlich auch eure Fragen zu beantworten. Ich würde gerne noch eine Frage an unser Model, an Lydia, stellen. Lydia, wie ist es für dich jetzt gesehen, die Behandlung, auch in Bezug auf die Schmerzen? Ja, eigentlich recht angenehm. Es gibt klar ein paar Stellen, wo man etwas mehr spürt, ein paar weniger. Aber mit dem Kühlgerät ist es eigentlich recht gut aushaltbar und ja, eigentlich nur zu empfehlen. Warum hast du dich für die Lucerne-Klinik entschieden, um dein Tattoo zu entfernen? Es ist, die Klinik ist halt einfach bekannt in Luzern und es hat einen guten Namen und steht für die Professionalität. Und darum hat eigentlich nicht dagegen gesprochen. Der Hinzukommen, als ich das erste Mal hier gekommen bin, hat es mir auch noch bestätigt. Und man sieht ja, wie viel das schon weggegangen ist nach dem ersten Mal. Es war quasi schwarz, das Tattoo. Und von dem her bin ich überzeugt von dieser Art und Weise, wie wir behandeln. Ja. Wie wichtig ist es für dich, dass man in der Lucerne-Klinik ein medizinisches Umfeld hat, also dass die ganze Thematik, die Laser-Thematik auch unter ärztlicher Aufsicht umgesetzt wird? Sehr wichtig. Ich komme auch aus der medizinischen Abteilung und darum weiss ich, dass wir dann wirklich auch super arbeiten und auch alles, ich sage jetzt mal, so im bakterienfreien Bereich probiert zu machen, was ich jetzt mal vielleicht bei den Kosmetikern nicht so behaupten kann. Und natürlich halt auch die Geräte, wo man wegen der Ärzte viel besser arbeiten kann. Also es ist natürlich schon ein sehr wichtiges Thema. Ja. Man fühlt sich auch wohler
egal was ist, man kann immer anrufen und fragen und wird auch gut beraten. Und von dem her ist es eigentlich mega gut, ja. Schön. Ich glaube, eine ganz wichtige Frage im Bereich von Tattoo-Laser ist natürlich auch immer der Preis. Darum möchte ich gerne an Valentina die Frage stellen. Valentina, das Tattoo von der Lydia, was kostet das jetzt für eine Behandlung, das zu lasern? Wir haben da verschiedene Kategorien gemacht. Das geht um die Grösse der Tattoos. Die Lydia hat jetzt eigentlich eine Grösse L, das heisst, wir haben zwei Handflächen, die wir behandeln können. Und da kostet jetzt aber die Fast-Track-Methode, die ich natürlich persönlich immer empfehle, weil wir halt wirklich schneller sind. Wäre jetzt bei Lydia 480 Franken. Das ist sehr ein fairer Preis. Aufgrund, dass wir dann wirklich schon zweimal darüber können, wie einer sieht, lohnt sich das. Und gerade auch in Betracht, dass man wirklich den neuesten Laser hat. Also wenn ich das richtig verstehe, Lydia zahlt jetzt ein bisschen mehr aufgrund von der Fast-Track-Methodik, aber sie wird auch mit bedeutend weniger Sitzungen schlussendlich das Endresultat haben. Ja, auf jeden Fall. Kann man da sagen, dass sich da von Sitzungen um ein Drittel bis die Hälfte reduziert oder ist das sogar mehr? Genau, also ich würde sagen, je nach Tinte ist es wirklich um ein Drittel bis sogar die Hälfte. Ich würde sogar sagen, bei der Lydia, sie gewinnt die Hälfte der Sitzungen durch den Fast-Track-Methode. Ja. Nur eine letzte Frage an Lydia. Du hast, oder bist jetzt in der zweiten Sitzung. Aufgrund des Ergebnisses, das du schon hast, würdest du die Lüsternklinik für die Laserbehandlung weiterempfehlen? Auf jeden Fall. Es kommen auch schon recht viele Verwandte und Kollegen schon zu euch. Wir haben auch schon Termine gemacht. Und ja, ich bin mal gespannt auf die Rückmeldungen von Ihnen. Wir haben ein bisschen warten, bis es ausgebucht ist. Aber ich denke, sie werden sicher auch zufrieden sein, so wie ich. Mhm. Ja, toll. Kann man nur empfehlen. Das macht ihr gut. Ja, ich schlage vor, dass wir uns den Fragen von euch widmen. Also stellt uns jetzt möglichst viele Fragen, die euch interessieren. Wir würden uns nochmal ins ruhige Zimmer bewegen, um uns diesen Fragen anzunehmen. Und falls wir nicht alle Fragen können beantworten, würden wir im Anschluss natürlich auch noch ein Video machen und das posten auf Instagram und Facebook, um alle Fragen zu beantworten. Und selbstverständlich dürft ihr euch natürlich auch immer mit der Lüssenklinik in Verbindung setzen, um individuelle Fragen zu eurem Tattoo zu klären und zu beantworten. Herzlichen Dank, Lydia. Schön. Noch gute Behandlung nachher. Danke. Jetzt halt kurz auf meinem Handy. Ich gehe gerade mal Fragen durch, was da alles schon reinkommt. Wow, cool! Ja, da geht einiges. Also, ganz eine spannende Frage, Valentina. Gibt es noch eine Narbe? Es passiert ja doch etwas mit der Haut. Was ist da zu erwarten? Grundsätzlich nicht. Also mit der Pico-Sekundentechnologie gibt es keine Narben mehr. Wie schon gesagt, es können aber schon vorhandene Narben bestehen durch das Tätowieren selber. Das tun wir aber mit unserer Fast-Track-Methode auch noch verfeinern. Also man kann wirklich sagen, dass man mit unserer Methode, wenn es schon Narben hat, dann sie sogar verbessern. Aber wir tun auf keinen Fall neue zufügen. Mhm. Aber wenn es Narben hat, ist das eigentlich aufgrund des Tätowierers, also wo ursprünglich das Tattoo gestochen hat, entstanden, weil er vielleicht eher zu tief gestochen hat. Ist das so? Ja, das ist so. Es kann Vernarbungen geben. Es gibt sogar Leute, die sind allergisch auf Tinte. Dann kann es auch dort wieder zu Prozessen kommen in der Haut, die nachher wirklich sichtbar sind. Ja. Ja. Jemand hat vorhin gefragt, wo du live tätowiert hast, wo das sich weiss verfärbt hat. Wie lange bleibt das so weiss? Die Weissverfärbung ist eigentlich nur vorübergehend. Normalerweise ist es innerhalb von 10 bis 12 Minuten ist das weg. Und nachher sieht das Tattoo wirklich wie frisch gestochen aus. Also es ist sehr satt, die Farbe, weil wir gerade die Pigmente zerkleinert haben.
Und durch das kann das Licht besser gestreut werden und dann sehen wir es intensiver. Mhm. Und nach 4 Wochen hält sich dann das langsam auf. Mhm. Also dann kann der Patient so damit rechnen, dass er nach 4 Wochen, wenn er das Tattoo anschaut, so ein erste Resultate sieht und dann auch die Pigmente abtransportiert werden über das Lymphsystem. Genau. Ja. Mhm. Ja, jetzt schaue ich, was wir sonst noch haben. Ja, das Thema Narben ist definitiv ein Thema, das euch interessiert. Ganz spannende Frage auch. Kann man auch permanent Make-up entfernen mit dem Laser? Ja, das kann man auch entfernen. Beim Permanent Make-up ist es so, die Herausforderung ist, dass wir immer eine Mischfarbe haben. Respektive Kosmetikerin tut die Farbe zusammenmischen anhand von der Haut und auch von der Haarfarbe von der Patientin. Das bedeutet, dass wir uns den verschiedenen Pigmenten einzeln separat widmen müssen, weil der Laser in dem Sinne nur eine Farbe auf einmal sehen. Darum fängt man eigentlich immer mit einem Braun- oder mit einem Schwarzton an. Da kommt meistens das rote Pigment vor, dann tut man das entfernen. Und manchmal hat es noch grüne Pigmente, dann kann man das entfernen. Aber auch da gibt es total unterschiedliche Methoden. Es gibt wirklich auch Permanent Make-ups, die auf einmal weggehen. Mhm. Das ist sehr unterschiedlich. Mhm. Ja. Und da kann man wirklich auch mit einem Endresultat rechnen, wo man, ich sage jetzt, gewisse Linien oder Konturen einfach wirklich ganz weg hat aus dem Gesicht. Ja, ja, man bringt es ganz weg. Ja, ja. Ja, spannend. Ja, ja, schön. Jemand sich sogar bedanken für das Erklären von der Frage. Also wir haben da wirklich sehr eine schöne Community, die uns am Zuschauen ist. Mhm. Ich scrolle hier gerade noch mal, scrollen, was wir sonst noch für Fragen haben. Permanent Make-up, ja, das ist das Thema. Ja, stellt uns jetzt noch eure Fragen. Es ist jetzt die Gelegenheit, um noch mehr von der Valentina zu erfahren. In Bezug auf die Lasertechnologie. Mhm. Wir sind zeitlich auch schon bald am Ende des Live-Events. Aus unserer Sicht würde es uns natürlich auch interessieren, ob euch das Format Live-Event, ob euch das gefällt, ob wir mehr Live-Events sollen produzieren für euch. Ich sage jetzt auch zu anderen Themen, wie beispielsweise das Miradrei oder auch mal mit einem Chirurg zusammen zum Thema Brustvergrößerung. Ihr wisst, wir sind sehr offen und sind immer sehr interessiert an euren Inputs und Ideen. Darum schreibt uns unbedingt, ja, was ihr noch von uns möchtet sehen. Ich schaue noch mal als Letztes drauf, was... ja, es ist gerade noch mal eine Frage reingekommen. Letzte Frage, die wir ja beantworten können, aber ganz spannende. Mhm. Ich glaube, eine aufmerksame Zuschauerin hat bereits gesehen, dass wir auch für das Gesicht Laserbehandlungen anbieten, neuerdings. Ja. Was ist das, Valentina? Das ist ein mega schönes Gebiet von der Lasertechnologie. Das ist wirklich eine Weltneuheit, die wir hier in der Lysenklinik entwickelt haben. Wir haben wirklich speziell 3 Gesichtsbehandlungen entwickelt, die spezifisch auf gewisse Altersklassen oder Wünsche eingehen können. Und die Grundidee dahinter ist wirklich, dass wir ohne Spritzen, ohne Messer unsere eigenen Hautstammzellen aktivieren können, dass sie selber wieder Hyaluron, Kollagen und Elastin produzieren. Und dass wir wirklich dann eigentlich von unten her die Haut wieder erneuern, aufpolstern oder sogar Falten behandeln können. Das ist wirklich eine mega, mega spannende Geschichte. Mhm. Ja. Mhm. Hast du schon erste Patientinnen dürfen behandeln, wo du jetzt wirklich sagst, das ist so nur ein Laser, es ist keine Spritze, aber man sieht so ein tolles Ergebnis und einen Effekt jetzt auch in Bezug nicht nur auf den Glow, sondern auch in Bezug auf Falten an gewissen Problemzonen? Ja, also definitiv. Ich habe eine Patientin, die sich sehr gestört hat, dass sie unter den Augen Fältchen hatte. Sie sind auch eher mit dem Botox schwer zu managen. Es ist für sie sowieso nicht in Frage gekommen. Auch mit Creme ist sie nicht mehr dahinter gekommen. Und dann habe ich mich wirklich spezifisch auf die Falten fokussiert und wir haben es dann wirklich schlussendlich weggebracht. Es ist sicher wichtig, dass man, wenn man mit Falten eine Behandlung machen will,
dass man dann das aber auch regelmässig daheim weiterführen, also die Pflege. Und man kann dann wirklich nach Bedarf die Behandlung wiederholen. Mhm. Was empfiehlst du persönlich jetzt auch in Bezug auf Pflege? Die Lysenklinik hat ja auch ihre Linie. Mhm. Willst du da vielleicht noch ganz kurz zwei, drei Sätze dazu erzählen? Ja, also wir haben wirklich ganz schöne Produkte, die wir mit dem Laser kombinieren können. Es ist auch wichtig, dass wir wirklich auch, wenn wir da sind, dass ich mit dem Laser arbeite und dass ich weiss, dass der Patient wirklich daheim dann weiterhin auch noch mit dem Produkt schafft. Und das unterstützt sich gegenseitig. Mhm. Wir haben da wirklich eine super tolle Augencreme, die wir allenfalls für die Fältchen brauchen können. Und sonst für das Gesicht haben wir drei verschiedene Serien, die wir explizit können, je nach Bedarf anwenden können. Mhm. Also wirklich super schöne Sachen. Mhm. Ja. Ja, spannend. Wir sind jetzt gerade ein bisschen am Abschweifen thematisch. Aber ich glaube, ihr seht, Lasertechnologie ist eine absolut spannende Technologie. Wir in der Lysenklinik haben extrem Spass und Freude, mit dem Laser euch und unsere Patienten können glücklich zu machen. Jetzt gerade zum Thema Gesicht. Ich glaube, da planen wir auch demnächst wieder mal ein Live-Event. Wenn euch das interessiert, schreibt uns auch kurz eine Message, schreiben, was ihr dort gerne sehen wollt. Das ist wirklich nochmal eine ganz neue Welt, die sich öffnet mit wirklich unendlich vielen Möglichkeiten. Und welche Frau hat schon nicht gerne einen schönen Glow im Gesicht, eine schöne Ausstrahlung und will sich da dazu nicht unbedingt gerade unter das Messer legen oder eine Spritze machen. Und darum ist das wirklich ein sehr, sehr schönes Thema. Ja, ja, die Zeit ist um. Herzlichen Dank für all die, die live dabei waren. Wir werden das Video jetzt dann auch abladen und aus IGTV hochladen, damit ihr das auch könnt, später nochmal nachschauen könnt und dann natürlich auch auf Facebook teilen. Mhm. Ja, tschüss zusammen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Yeah.